Hier haben wir was ganz Junges, was elegant und trotzdem Freches. Hallo, meine Lieben. Ihr seht hier den Mandarinschnitt. Mandarinschnitt oder amerikanischer Armausschnitt heißt, es geht einfach schräg hoch auf die Schulter, zaubert dadurch ein schmäleres Dekolleté. Wunderschön ist hier noch dieser kleine runde Ausschnitt mit den floralen Blütenstickereien und Blätterstickereien, die kleine Pailletten und Glasstifte in Silber haben. Ihr seht, das läuft auch hier ganz fein über die Schulter rein ins Dekolleté, in den Halsausschnitt. Daran erfolgt ein herzförmiger Ausschnitt, der gehalten wird, aber im oberen Ausschnittbereich, im oberen Dekolleté-Bereich durch Englischnetz, durch Tüll, in die florale Stickerei hineinläuft. Wie so kleine Finger greifen ins Dekolleté. Diese Stickerei im 3D-Effekt ist durchgehend bis zum Saum und bis in eine wunderschöne kleine Schleppe. Unter dem Kleid wurde eine zweite Schicht in Spitze gelegt und darüber erfolgt dann diese herrliche Stickereispitze. Hier könnt ihr es auch sehen, das ist von Hand gestickt. Dann möchte ich euch auch nicht die Rückseite vorenthalten. Schaut mal, sieht das nicht toll aus? Hier die Knopfleiste. Wieder das Englischnetz. Hier verläuft die Spitze auch in den Rücken hinein. Schöne Blätter, die gleich Finger in den Rücken fassen. Es ist ein wunderschönes Kleid, was total durchdacht worden ist vom Designer. Und zum Öffnen hier der Reißverschluss. Diese Linie der Stickerei, wie sie angelegt worden ist, sie zeichnet auch wieder ein V. Das heißt, es macht optisch euren Rücken schmäler und länger mit einer tollen Schleppe. Und das ist ein Kleid, ihr könntet einen BH drunter tragen. Das Beste wäre aber ein Klebe-BH, denn der Klebe-BH, da habt ihr hier im Rücken gar nichts. Nichts, was euch stört, sondern nur hier unten die Schalen, die mit einem Steg verbunden sind, die praktisch euren Busen halten. Viele Models tragen dies und ich finde, das wäre eigentlich die perfekte Variante. Das ist ein Kleid, das kostet zwischen 1.700 und 3.000 Euro, je nach Hersteller, je nach Ausführung. Ich kann nur sagen, es ist ein ganz, ganz tolles Kleid und das können junge Frauen tragen, das können reifere Frauen tragen. Es ist für jeden Frauentyp geeignet. Ich würde es verkaufen, wirklich bis einer Größe 44. So, dann haben wir hier was ganz Schlichtes. Viele junge Frauen, die fragen, Mensch, Marita, hast du denn nichts, was ganz schlicht ist? Wo nur ein bisschen Spitze ist, was fließt, was leicht ist. Ja, und hier habt ihr ein ganz, ganz leichtes Kleid. Es hat einen Crepe, einen ganz leichten Crepe. Es hat eine bestickte Corsage, ein besticktes Oberteil, was in den Rock hineinläuft. Es ist auch Fit and Flare, nur dass das die weite Form des Fit and Flares ist. Ihr seht, ihr habt hier Bewegungsfreiheit drin. Das heißt, wenn ihr tanzt, ihr könnt euch frei bewegen. Und das ist ja das Tolle an der Geschichte. Das Oberteil hat eine V-Line im Ausschnitt. Es hat Perlen, Pailletten, schmale Trägerchen, seitlicher Reißverschluss. Da müsst ihr nur Acht geben mit dem Einsteigen. Obwohl der Hersteller hier hat es ganz raffiniert gemacht. Er hat hier zwei kleine Knöpfchen, Druckknöpfchen gemacht, damit man ganz gut mit der Brautfrisur rein und raus kann. Und dann schaut mal den Rücken.
ist dieser Tattoo-Effekt nicht fantastisch. Hier ist er mal mit Ivory-Netz gemacht worden. Darauf wurde gelegt diese wunderschöne Stickerei mit den Perlen. Ja, und die fließt dann auch schön in den Rücken bis zur Po-Höhe. Hier verläuft sie auch von oben vom Halsausschnitt in den Rücken hinein, ganz floral. Also ich würde sagen, es ist ein ganz tolles Kleid. Zu tragen würde ich es also auch nur mit Klebe-BH. Und wer einen kleinen Busen hat, BA, kann sogar ohne BH gehen. Das Kleid hat eine kleine Schleppe und kostet 1.700 Euro. Ich würde sagen, ein tolles Kleid für eine Größe zwischen 36 oder 34 und 44. So, meine Lieben, das war's mal wieder für heute. Bitte schaut fleißig rein in Maritas Hochzeitswelt, liked, abonniert und kommentiert. Ich würde mich freuen. Beim nächsten Mal mehr wieder, vielleicht Ausblick 2020 oder noch viele, viele Anregungen für 2019. Ich freue mich auf euch. Tschüss!